Wenn er kreuz und quer über die Insel dampft und schnauft, tutet er jeder Lok, der begegnet, freundlich zu. Und ebenso den Kindern. Und das macht Thomas auch, wenn er schwere Lasten zieht. Eines Morgens kam Thomas in den Hafen von Brantham gedampft. Der dicke Kontrolleur wartete schon. Ich möchte euch beiden eine neue Lok vorstellen. Ihr Name ist Hank. Ich hörte, er soll was Besonderes sein. Und vor allem sehr stark. Hank rollte in den Hafen. Er war etwas Besonderes. Er hatte rote Räder und einen knallroten Schienenräumer. Und er war sehr groß. Thomas und Percy hatten noch nie eine Lok wie Hank gesehen. Hank sieht aus, als hätte er Riesenkräfte. Der ist bestimmt nicht stärker als die Loks auf Sodor. Hör zu, Thomas. Ich habe drei Aufträge für dich. Als erstes sollst du neue Maschinen vom Hafen zur Fabrik bringen. Dann holst du Steine im Steinbruch ab und transportierst sie zum Rangierbahnhof. Und als letztes bringst du dann noch den alten Traktor vom Bauer McCall in die Reparaturwerkstatt. Ja, Sir. Und nimm bitte Hank mit, damit er schon mal die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Sodor kennenlernt. Seid zur Teezeit zurück, dann wird Hank in Knapford offiziell begrüßt. Thomas kuppelte die Flachwagen mit den Maschinen an und Hank dampfte neben ihn. Hallo. Grüß dich, Thomas. Du bist die prächtigste kleine Lok, die ich je gesehen habe. Thomas mochte es nicht, wenn man ihn klein nannte. Ich bin eine Enderlok. Thomas fand Hank etwas unverschämt. Diese Waggons sind viel zu schwer für dich. Ich werde sie für dich ziehen. Hank wollte nur helfen, aber sein Angebot ärgerte Thomas. Nein, danke. Ich bin stark genug, um noch viel schwerere Waggons zu ziehen. Aber ich helfe dir gern. Ohne zu antworten, fuhr Thomas aus dem Hafen. Signal bog er nicht auf die Strecke ab, die zur Fabrik führte, sondern dampfte direkt zum Steinbruch. Thomas fuhr voran. Ich bin zwar nicht so hoch und lang wie Hank, das steht außer Frage, aber ich zeige ihm, wie stark ich bin, und zwar ohne Geklage. Thomas und Hank trafen im Steinbruch ein. Ich kupple die Waggons mit den Steinen an. Hank war überrascht. Lass jetzt mal Dampf ab, Thomas. Die kann doch auch der große alte Hank für dich ziehen. Nein, danke, Hank. Tenderloks können viele schwere Waggons ziehen. Und damit setzte sich Thomas schnaufend in Bewegung. Thomas ächzte und keuchte. Der prächtige Hank fuhr glänzend und strahlend neben ihm her. Kinder winkten ihnen von einer Brücke aus zu. Hallo, Thomas! Tag auch, schön euch zu sehen. Hey Thomas, willst du nicht auch Hallo pfeifen? Aber Thomas fehlte die Puste, um den Kindern zuzupfeifen. Hank hatte noch jede Menge Puste. Das ließ Thomas noch gereizter werden. Thomas hielt beim Bauernhof. Er war mit seinen Kräften so gut wie am Ende. Guten Tag, Bauer McCall. Das ist Hank. Er ist die neue Lok auf Sodor. Tag auch, Bauer McCall. Das ist ja wirklich ein toller Traktor, den Sie da haben. Sag mal, Thomas, du scheinst ja völlig aus der Puste zu sein. Lass mich doch den Traktor ziehen. Nein, vielen Dank. Der Flachwagen mit dem Traktor wurde an Thomas' Waggons gekuppelt. Thomas ächzte und keuchte. Seine Räder drehten durch. Komm schon, Thomas. Der Zug ist einfach zu schwer für dich. Schone lieber deine Kolben. Ich ziehe den Traktor. Aber Thomas war entschlossen, den Zug ganz allein zu ziehen. Wir dürfen nicht zu spät zu deiner Begrüßung kommen. Thomas mobilisierte seine letzten Kräfte und setzte sich schnaufend in Bewegung. Thomas und Hank passierten den Bahnhof von Marin. Die Menschen auf dem Bahnsteig winkten Thomas zu. Der wollte sie mit einem Pfiff grüßen, doch dafür fehlte ihm der Dampf. Tag auch alle zusammen. Thomas' Zug ist furchtbar schwer. Ich pfeife für ihn. Hank hatte jede Menge Dampf übrig.
durch. Deshalb pfiff er sehr laut und sehr lange. Und dann passierte es. Einer von Thomas Zylindern brach. Der Zug war schlicht viel zu schwer gewesen. Oh nein! Jetzt kann ich meine Aufträge nicht erledigen und du verpasst eine offizielle Begrüßung. Und ich bin keine wirklich nützliche Lok. Noch nicht mal eine wirklich starke. Oh je, Thomas, das tut mir schrecklich leid. Das ist so ärgerlich. Ich wollte dir zeigen, dass ich keine prächtige kleine Dampflok bin. Ich wollte dir beweisen, wie stark ich bin. Also habe ich dich nicht um Hilfe gebeten, aber jetzt tue ich's. Bitte, Hank. Ich helfe dir doch gern. Du gibst die Anweisungen und ich werde schieben. Hank und Thomas lieferten Bauer McCalls Traktor ab. Den Arbeitern tat es sehr leid, dass Thomas einen kaputten Zylinder hatte. Als nächstes dampften Thomas und Hank zum Rangierbahnhof. Der Vorarbeiter wartete schon. Die Waggons mit den Steinen wurden abgekuppelt. Hoffentlich bist du bald wieder topfit, Thomas. Zum Schluss lieferten Thomas und Hank die neuen Maschinen bei der Fabrik ab. Dankeschön, Thomas. Hank schob Thomas in den Bahnhof von Knapford. Sie kamen gerade noch rechtzeitig zur offiziellen Begrüßungsfeier. Vielen Dank, Hank. Jetzt weiß jeder auf Sodor, was für eine starke Lok du bist. Hank lächelte. Und ich weiß jetzt auch etwas. Du bist die Lokomotive, der auf Sodor alle zujubeln. Darauf kannst du wirklich stolz sein. Thomas strahlte. Hank war etwas Besonderes. Er war ein ganz besonderer neuer Freund.